Hier zeige ich einmal die grundlegenden Funktionen der elektronischen Leitspindelsteuerung. Das hier ist die eigentliche Steuerung. Sie hat einige Bedienelemente, unter anderem das LCD-Display. Hier gibt es vier Tasten, um sich im Menü zu bewegen. Das ist der Drehencoder. Damit kann man Werte einstellen. Man sieht hier oben an der Steigung, ist das immer angepasst an den Modus, in welche Schrittweite man dort bewegen kann. Und das hier sind die Positioniertasten, einmal für langsam und einmal für schnell. Diese drei Tasten hier sind dazu da, um bestimmte Werte auf 0 zu setzen, unter anderem die Position, die Z-Position und die X-Position. Aber dazu kommen wir gleich. Mit dieser Steuerung kann man zunächst alle beiden Achsen, also Z und X, separat voneinander von Hand bewegen. Das geht einmal langsam, links und rechts natürlich, und auch schnell. Diese Geschwindigkeiten lassen sich einstellen. Man kann auch schrittweise bewegen. Dazu gibt es zwei Funktionstasten. Eine ist die hier oben. Damit bewegt man die Achse Z schrittweise. Man sieht, und wenn man den Knopf des Encoders drückt, kann man das sogar in Hundertstel Millimetern Schritten machen. Das gleiche gibt es auch für X. Da drückt man die Taste hier drunter. Und dann kann man die X-Achse schrittweise verfahren. Schnell und langsam geht X natürlich auch. Einige Besonderheiten gibt es zur Positionierung. Wie man hier oben sieht, gibt es zwei Zeilen, einmal für Z und einmal für X. Die erste Zahl sagt die aktuelle Position, die Sollposition aus, und die zweite Zahl ist die aktuelle Position. Wenn ich also verfahre, dann bewegt sich die Positionsanzeige. Jetzt gibt es eine Besonderheit. Man kann an bestimmten Punkten stoppen. Im Moment ist 0 eingestellt. Wenn ich also dorthin fahre, dann stoppt meine Achse bei 0. Drücke ich nochmal, überfahre ich sie wieder. Dort kann ich aber auch jede andere Position einstellen, zum Beispiel minus 1. Bei 0 stoppt es immer. Drücke ich jetzt noch einmal, stoppt es bei minus 1. Würde ich jetzt nochmal drücken, fährt es rüber. So kann man sehr gezielt Positionen anfahren. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Z-Achse auf 0 setze und ich möchte an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, 5 mm wegfahren, dann fahre ich einfach dorthin und der stoppt bei minus 5. Jetzt könnte ich an dieser Stelle etwas machen und zum Beispiel 5 mm weiter nochmal etwas unternehmen. Fahre ich dorthin. So lassen sich ganz genaue Positionen einstellen. Das gleiche gilt natürlich auch für die X-Achse. So, nun möchten wir mal etwas unternehmen. Wir haben hier noch so ein altes Stück Gewinde. Das möchten wir gerne von diesem Stück Stahl abdrehen. Ich setze dazu erst einmal ein Stück zurück, fahre ungefähr dorthin, wo ich abschneiden möchte. Und hier setze ich jetzt beide Achsen auf 0. Jetzt wechsle ich in den Modus Abstechen. Und beim Abstechen sollte man immer sehr geringe Vorschübe nehmen. In diesem Fall reichen sicherlich 0,05 mm pro Umdrehung, weil meine Maschine recht schwach ist. In Z-Position gebe ich jetzt ein, ist bei Abstechen egal, kann man etwas einstellen. Und die X-Position ist ja die Strecke, die ich von hier nach dort fahre. Das ist in diesem Fall immer zum Material hin, also ein Minuswert. Jetzt ist diese Welle ca. 10 mm im Durchmesser, also stellen wir das mal auf minus 6, dann fahre ich auf jeden Fall bis über die Hälfte hinaus. Ich starte jetzt gleich den Motor, die Spindel, und wenn sie dreht, drücke ich hier auf Start. Diese Taste startet immer alle automatischen Funktionen. Mit dieser Taste hier rechts daneben unterbricht man sie. Das heißt, man bricht ab. Aber das werden wir gleich sehen. Ich starte jetzt einmal den Spindel. So, hier drücke ich auf Start. Dann fragt er noch einmal nach. Er fragt jetzt noch einmal nach, ob ich wirklich starten möchte. Das ist eine Sicherheitsabfrage.
man, dass er jetzt langsam ins Material fährt. So, abgedreht und er fährt wieder zurück. Das ist das Abstechen. Das können wir noch einmal versuchen. Wir setzen ein Stück zurück. Setzen unseren Stichel hier hin. Oder ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt ganz genau 2 mm weiter links haben. Dann fahre ich auf diesen Wert hin. So stehe ich jetzt genau 2 mm weiter links. Für die Automatikangaben ist der Wert Z beim Abstechen egal. Er fährt immer nur nach X beim Abstechen. So, das gleiche können wir jetzt nochmal wiederholen. Können wir starten. Und abstechen. Und am Ende fährt es gerade wieder zurück. Wie man sieht, wird hier keine Bewegung in Z-Richtung gemacht. Das ist aus Sicherheitsgründen so, damit man nicht irgendwo ins Material hineinfährt. Das Schöne bei diesem Modus ist, durch die gleichmäßige Bewegung schafft man auch auf kleinen Maschinen gute Abstechergebnisse, was vorher von Hand nicht so gut möglich war. Das Plandrehen läuft ähnlich ab, nur dass wir beim Plandrehen, abgesehen von der Richtung in X, auch nach Z-Richtung fahren, das heißt zum Drehfutter hin. Wir können hier angeben, wie viel wir in Z-Richtung abnehmen möchten und wie viel in X-Richtung. Wenn man das ganz plandrehen will, gibt man sinnigerweise den Radius des Stahls an, in diesem Falle wären das ca. 7,5 mm. Geben wir mal 8 ein, dann fahren wir auf jeden Fall über die Mitte hinaus. Und wir nehmen jetzt beispielsweise mal 2 mm in Z-Richtung ab. An dieser Stelle setze ich meine Z-Achse auf 0. Die X-Achse habe ich schon vorher auf 0 gesetzt. Was jetzt geschehen wird, ich starte die Spindel, drücke auf Start, diese Taste hier. Und dann fragt mich die Steuerung, in wie vielen Zustellungen ich diese 2 mm in Z-Richtung abdrehen möchte. Diese Anzahl der Zustellungen, die kann ich noch mit dem Encoderrad verändern. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich fahre jetzt mal sehr langsam, damit man noch was hören kann. Und wenn ich jetzt hier auf Start drücke, dann folgt hier die Abfrage. Das ist mein Vorschub, 0,1 mm pro Umdrehung. Und das ist der Radius, den ich abdrehen möchte, also beim Plandrehen. Die Abnahme insgesamt in Z-Richtung sind 2 mm. Jetzt schlägt er mir 4 Durchgänge mit 0,47 mm vor und den letzten Schlichtdurchgang in 0,1 mm. Das kann ich jetzt nach Belieben ändern. Ich kann zum Beispiel das auch in 10 Durchgängen machen lassen. Ich meine, das ist zu schwierig. Jetzt nehmen wir mal an, wir machen das mit 4. Dann drehe ich einmal die Drehzahl wieder hoch und starte. Dann nimmt er jetzt die ersten 0,47 mm ab, fährt wieder zurück und macht den nächsten. Hier oben sieht man jetzt die Anzahl der Durchgänge, 3 von 5. Jetzt kommt der vierte Durchgang und der fünfte Durchgang gleich wird der Schlichtgang mit 0,1 mm sein. Das war's. So, wenn ich jetzt genau auf mein Material möchte, dann sieht man hier jetzt, bei Z steht minus 2. Jetzt fahre ich einfach in diese Richtung. Stoppt er auf 0, drücke ich nochmal, der stoppt auf minus 2. Stehe ich ganz exakt auf mein Material, was ich gerade plan gedreht habe. So, jetzt haben wir unsere schöne Welle plan gedreht. Jetzt möchte ich die von 13 mm, die sie jetzt hat, auf 10 mm abdrehen. Dann wechsle ich aufs Außendrehen, setze den Vorschub auf 0,1.
Das Ganze soll 25 mm lang werden. Ich stehe ja jetzt schön genau auf meine Position, die ich vorhin angefahren habe. Und ich möchte von 13 auf 10 mm herunter. Das heißt, 3 mm Durchmesser müssen runter. Das heißt, 1,5 mm Radius muss ich herunterdrehen. Die Z-Position haben wir ja genau aufs Material gedreht. Die setzen wir also jetzt auf 0 und X steht immer noch auf 0 vom Plandrehen von zuvor. Das gleiche Spielchen passiert hier. Bei Start fragt er nach der Anzahl der Durchgänge. Diese kann ich wieder verändern. Und ein erneutes Drücken auf Start startet die Operation. Da kommt die Abfrage. Ich möchte es gerne in 4 Schubdurchgängen und einen Schlichtdurchgang haben. Kann man auch schon am Sparen sehen, der ist sehr klein und dünn. So, das war's auch schon. So leicht geht Außendrehen. Jetzt kommen wir wohl zur wichtigsten Funktion, das Gewindeschneiden. Das funktioniert mit beiden Achsen vollautomatisch. Man muss im Prinzip hier oben nur in die Steigung eingeben. Das wäre, man wechselt also in die Position und ich stelle es jetzt auf 1,25 mm. Das ist ein M8-Gewinde. M8 mal 1,25. Die Gewindelänge setzt man bei Z ein, in diesem Fall 20 mm. Und das ist die Schnitttiefe. Da kann man ins Tabellenbuch schauen oder bei den Tabellen der Drehstahlhersteller. In diesem Fall sollten es optimalerweise 0,77 mm sein. Ich habe die Achsen vorher auf das Material genullt. Man kann jetzt hier ein beliebig hin und her fahren. Man sollte allerdings während des Schnittvorganges nicht den Schlitten auskuppeln. Das heißt, die Schlossmutter bleibt immer zu. Man stellt die Spindel einfach ein. Eine Drehzahl, die man gerne haben möchte. Unter 2000 Umdrehungen muss sie liegen. Und auch hier kann man wieder die Anzahl der Zustellungen auswählen. Ich stelle das jetzt etwas höher, damit es nicht so rattert. Und starte den Vorgang. Wir schmieren das ein bisschen. Das sind schon die 8 Durchgänge gewesen. Jetzt können wir ein paar Stück zurückfahren, uns eine Mutter schnappen und schauen, ob das schon passt. Das ist die falsche. Das war eine M10-Mutter. Das ist eine M8-Mutter. Offensichtlich waren unsere Einstellungen korrekt. Die Mutter lässt sich schon sehr gut rüberfahren. Wenn man jetzt aber feststellt, schmierig. Sie geht noch ein bisschen schmierig am Ende. So, man kann jetzt Folgendes machen. Man kann jetzt hier am Drehfutter drehen,
oder die Achsen hin und her fahren, so viel wie man möchte. Wenn man jetzt noch einen Schnitt machen möchte, startet man die Spindel und setzt die Anzahl der Zustellungen auf 1. Dann fährt er noch einmal auf voller Tiefe durch. Wir starten die Spindel, drücken Start, drehen das alles auf einen Durchgang und dann fährt er auch wieder genau durch die Rille. Das kann man beliebig oft wiederholen. Man sieht, er nimmt immer weniger ab. Jetzt sollte das Gewinde ganz sauber sein. Es sieht auch sehr gut aus. Jetzt fahre ich wieder zurück. Teste noch einmal mit meiner Mutter. Und stelle fest, sie passt perfekt. Man kann also jederzeit hin und her fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Die Rille wird immer wieder ganz exakt getroffen. Man kann auch die Drehzahl verändern, auch während der Fahrt. Von schnell auf langsam, wenn man merkt, ach, das geht jetzt schief. Oder man kann abbrechen. Man kann mitten im Gewindeschneiddurchgang mit abbrechen, stoppen, die Werte ändern und wieder von vorne anfangen. Es wird immer wieder in die Rille getroffen. Wir können natürlich auch innen drehen. Ist logisch, was wäre die Welt ohne innen drehen? Hier geht das analog zum Außendrehen. Bei F geben wir den Vorschub an, bei Z die Strecke, die wir in Z-Richtung, also Richtung Futter, verfahren wollen, und X ist die Menge des Materials, was wir abnehmen möchten. In diesem Falle wollen wir dieses Röhrchen hier um 2 mm aufweiten. Das ist der Radius, wohlgemerkt, also der Durchmesser wird um 4 mm größer. Die Position habe ich vorher schon auf 0 gesetzt. Es geht wie Außendrehen. Nach dem Start fragt er nach der Anzahl der Durchläufe, die wir haben wollen. Das können wir wieder verändern und ein erneutes Drücken auf Start fängt die Operation an. Das sind die Anzahl Durchgänge und so starten wir einfach. Sieht, geht das sehr ruhig vor sich und man braucht bei korrekter Einstellung keine Angst haben, dass man an irgendwelche Drehfutter auffährt. Die Anzahl der Zustellungen, die bei jedem Durchgang angegeben werden, die werden berechnet anhand der Einstellungen. Es gibt dort zwei Werte, einmal für Schrupp und einmal für Schlicht. Das heißt, dort kann man seine maximalen Schruppstärken und Schlichtstärken eingeben. Und auf dieser Basis werden die Vorschläge errechnet. Das heißt, wenn man beim Schlichtdurchgang 0,1 mm angibt, dann errechnet er bei den Vorschlägen immer den letzten Schlichtdurchgang in 0,1 mm. Das kann man also einstellen. Jetzt kommen wir zum Thema Innengewinde. Das geht natürlich auch. Das geht sehr analog zum Außengewinde, nur dass man natürlich einen anderen Innengewindedrehstahl braucht und ein wenig auf die Richtung achten muss. Auch hier zum Beispiel befindet sich X in diese Richtung. Minus X geht bei dieser Steuerung immer in Richtung Material. Das heißt, bei Innengewinde geht minus X in diese Richtung. Bei Außengewinde geht minus X in diese Richtung.
So, wir haben jetzt entsprechend die Oberfläche angekratzt und die Z-Achse etwas weit zurückgestellt. Das reicht aus in diesem Falle. Meine Parameter deuten auf einen 24 Gang pro Zollgewinde hin, 1,058 mm. Das geht also auch Zollgewinde. 15 mm tief und die Schnitttiefe soll 0,7 mm betragen. In diesem Falle gebe ich wieder die Anzahl der Zustellungen ein und starte. Hier kann ich natürlich hin und her fahren, mein Gewinde testen und so weiter. Und wenn ich jetzt feststelle, ach, es muss vielleicht doch noch einmal geschnitten werden, fahre ich einfach nochmal mit einer Zustellung durch. Ich drehe das auf 1 und der fährt dann wieder genau in die Rille. Noch einmal. So einfach sind Innengewinde. Dann gibt es noch einen Schleifmodus. Ich habe jetzt keine Schleifspindel auf meinen Support, aber es gibt ja Menschen, die viel schleifen. Dort kann man dann den Vorschub eingeben. Das wäre in Millimeter pro Minute. Das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen etwas niedriger sein. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Schleifen. Hier kann man den Weg in Z-Richtung eingeben. Und X ist irrelevant in dieser Stelle. Er fährt ausschließlich in Z-Richtung. Das heißt, man kann das einmal bei ruhender Spindel machen. Zum Beispiel, wenn man damit Nuten stoßen möchte. Wenn ich das starte, dann sieht man, er fährt und fährt wieder zurück. So lange, bis man auf Abbrechen drückt. Stellen wir das mal etwas höher. Man kann das aber auch mit laufender Spindel machen. Und so führt er dann immer die Hin- und Herbewegung auf. Bis man abbricht. Eine zweite Möglichkeit ist die Winkelmessung. Damit kann man den Winkel des Drehfutters messen. Die kann man auch auf 0 setzen. So kann man sein Drehfutter auch als Teilapparat verwenden. Das geht natürlich nicht so exakt, wie wenn man einen richtigen Teilapparat hätte, aber für einfache Dinge reicht es aus. Außerdem ist es nützlich, um zu prüfen, ob der Drehencoder, der an der Spindel angeschlossen ist, auch korrekt funktioniert, indem man einen Punkt auf dem Drehfutter markiert. Dann setzt man den Winkel auf 0 und lässt die Spindel eine Weile laufen. Und am Ende, wenn man es wieder an diese Markierung dreht, muss diese Position wieder genau auf 0 stehen. Tut sie das nicht, stimmt etwas mit dem Encoder nicht. Es gibt auch noch den Getriebemodus. Da wird die Leitspindel so angetrieben, als wäre ein Getriebe eingebaut. Das heißt, so wie früher, wo man noch ein Getriebe hatte. Hier kann man jetzt einfach die Spindelsteigung einstellen. Früher musste man dafür die Zahnräder wechseln. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. In diesem Fall fängt das Getriebe an zu laufen, sobald ich es aktiviere. Und ich kann die Tür durch Öffnen und Schließen der Schlossmutter den Vorschub stoppen. Besonderheit ist eben, man kann auch entsprechend einfach die Steigung umstellen. Da fahre ich den schneller.
weiterer Trick hierbei ist, man kann die Halteposition eingeben. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Getriebemodus nur 17 mm fahren möchte, dann stoppt er da auch. Das gleiche gibt es natürlich auch für Rechtslauf. Dann fahre ich den rechts rum. Das ist höher als ein Getriebe noch drin war. Man kann also mit dieser Steuerung das Getriebe einmal komplett ersetzen, aber man erhält viele, viele Komfortfunktionen, die man vorher so nicht hatte. Unter anderem die Positionierung auf Knopfdruck in kleinen, großen Schritten oder in ganz kleinen Schritten. Schrittweise kann man ja beide Achsen verfahren. Man kann genaue Positionen anfahren, was man vorher nicht konnte. Und zwar auf 100 mm genau. Und man kann beliebige Steigungen einstellen, natürlich begrenzt anhand der Hardware, die man hat. Die Grenzen liegen in etwa bei 4 bis 8 mm pro Umdrehung, je nachdem, welche Schrittfolgen man für den Schrittmotor eingestellt hat. Das sollte in den allermeisten Fällen reichen. Man kann die Steigung auch in Tausendstel Millimeter genau einstellen. Das reicht also auch für Zollgewinde.